2048 ist das, was so Doku einst für Zeitungen und Magazine war, jetzt für Browser und für Apps ein süchtig machendes Zahlenknobelspiel. Wir schauen uns heute eine Version an, die komplett auf Zahlen verzichtet und dafür sehr hübsche Landschaften, niedliche Häuschen bietet. Cities 2048 spiele ich mit euch. 2048, wer dieses Spiel bzw. die ganzen Derivate, die es inzwischen davon gibt, nicht kennt, dem sei kurz erklärt, ist ein Spiel, das, glaube ich, im Frühjahr letzten Jahres von einem italienischen, sehr jungen Webentwickler erfunden wurde, sozusagen, im Browser. Und inzwischen gibt es zig Versionen davon, eben auch als Apps für mobile Geräte. Und worum es grob geht, man hat ein Feld, das ist, weiß ich gar nicht, 8x8 Kästchen groß, vielleicht ein bisschen größer, und darauf sind Zahlen, also immer Zweierpotenzen, 2, 4, 8, 16 und so weiter angesiedelt. Und man muss durch Verschieben des kompletten Spielfeldes, als ob man das kippen würde und die einzelnen Felder dann hin und her rutschen würde, quasi immer gleiche Zahlen aufeinander bewegen. Die verdoppeln sich dann. Also aus zwei Zweien wird eine 4, aus zwei Vierern wird eine 8. Und das Ziel ist es, die 2048 zu erreichen. Und dafür ist eine Menge Knobelei, eine Menge Taktik und eine Menge Glück auch vonnöten. Jetzt ist es so, dieses Spiel ist zwar sehr, sehr beliebt und wird in allen möglichen, auf allen möglichen Plattformen gespielt, aber vielleicht gibt es ja Leute, die stören sich an diesen profanen Zahlen. Die mögen auch keine Zahlen. Und einfach nur Zahlen da sieht halt auch ein bisschen langweilig aus. Und deswegen habe ich ein Spiel entdeckt, das ich euch unbedingt zeigen möchte. Das nennt sich, ich habe es gerade falsch gesagt im Teaser, glaube ich, das heißt nicht Cities 2048, das heißt einfach nur City 2048. Und dieses Spiel ersetzt sehr, sehr gekonnt die Zahlen einfach durch Landschaftsstückchen, Stadtteile. Und man verschiebt anstatt Zahlen aufeinander, verschiebt man gleiche Gebäude aufeinander, die dann eben anwachsen und im Idealfall zum Schluss eine riesige Stadt bauen. Und das sieht eben schön aus und ist für mich zum Beispiel motivierender, als reine Zahlen zu verschieben. Also, City 2048, Under Air. So. Und das ist jetzt der Hauptscreen. Sehr viel mehr ist da auch nicht. Das ganze Spiel ist sehr, sehr minimalistisch gehalten. Ihr seht hier oben, ich sehe übrigens gerade, ich habe mal wieder die Touch-Eingaben nicht eingeschaltet. Ist bei dem Spiel aber jetzt nicht so wichtig. Oben seht ihr ja den Titel City 2048, daneben Population. Das zeigt eben an, wie groß, also ist eure Punktzahl quasi, wie viele Menschen in dieser virtuellen Stadt jetzt wohnen. Und Best, was eure Höchstpunktzahl dieser Session jeweils ist. Darunter steht ganz kurz noch Connect the same districts to build a great city. Wenn ihr das Spiel das erste Mal startet, geht auch ein kleines Pop-up-Fenster aus. Das ist auch nur eins, das erklärt nochmal grob, was ihr machen müsst. Habe ich euch aber gerade schon erklärt. Also Felder verschieben, um eben gleiche Felder übereinander und, zu bekommen und dadurch zu verdoppeln. Und dann seht ihr rechts daneben noch ein kleines Symbol für Ton an, Ton aus. Der Ton besteht im Prinzip nur aus diesem netten Hintergrund-Vogelgezwitscher, das ihr jetzt hier hört. Musik, penetrante Musik oder sowas gibt es nicht. Darunter die zwei, ich überlege gerade, das müssten die Spielzüge sein. Ich probiere gerade mal, ob sich das ändert. Nee, ich weiß jetzt gar nicht, was geht. Das ist vielleicht das größte Feld, das ich gerade habe. Da bin ich gerade nicht so sicher. So, und dann habt ihr ganz unten noch Score, Restart und Raid, erklärt sich eigentlich selber. Also mit Score könnt ihr, wenn ihr das Ganze mit eurem Facebook-Account koppelt, eben die Score dann speichern, beziehungsweise mit euren Buddies auch vergleichen. Restart startet eben ein neues Spiel. Und Raid bringt euch in den Play Store, um beziehungsweise zu iTunes dann, um eine Bewertung abzugeben. So, und jetzt seht ihr auch schon eine Besonderheit. Das Spiel ist kostenlos, es gibt auch keine In-App-Purchases, aber immer wenn ihr eine neue Session startet, kriegt ihr ganz kurz hier so eine Werbeeinblendung, die sich über dieses Kreuz aber sofort wegmachen lässt. Finde ich okay dafür, dass dieses ansonsten sehr hochwertige Spiel kostenlos ist. So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal in so ein Spiel rein. So, ihr seht jetzt hier lauter leere Wiesen und zwei Waldstücke. Ich muss die ja wie gesagt zusammenschieben, also würde ich jetzt mit einer Wischbewegung von rechts nach links sozusagen, auch wenn das jetzt hier ein bisschen diagonal ist, also rechts nach links, das Waldstück darunter ziehen. So, dann erscheint immer ein neues Feld, wenn ich irgendeine Bewegung mache. Das ist jetzt oben das Häuschen. Jetzt wäre es sinnvoll von, habe ich gerade von links nach, also gerade habe ich von rechts nach links, jetzt ziehe ich von links nach rechts. Warum geht das nicht? Doch, das geht. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Die beiden Waldstücke unten haben sich zu einem Haus zusammengetan. Das Haus, das am rechten Rand zu sehen war, ist eben auch mit nach unten gerutscht und dazu ist ein neues Haus aufgetaucht. Das war jetzt nicht meine Planung, aber ich kann jetzt die beiden Häuschen in der rechten Ecke zusammenführen, indem ich einfach von unten Mitte quasi nach oben rechts ziehe. So, jetzt seht ihr, ist aus diesem einzelnen Haus sozusagen ja, so ein kleines Dörfchen oder ein kleiner Vorort oder sowas geworden. So, neues Waldstück aufgetaucht, das nützt mir jetzt erstmal nichts. Ich ziehe trotzdem das Waldstück mal ran an die anderen Häuser und dann entsteht da ein neues Waldstück, das nützt mir erstmal auch nichts.
Und weil ich jetzt weder weiter in die Ecke ziehen kann, wo jetzt schon Bebauung ist, aus beiden Richtungen nicht, muss ich jetzt in eine andere Ecke ziehen. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich ziehe das Ganze jetzt in die obere Ecke. Und jetzt habe ich hier ein weiteres Waldstück bekommen. Das ziehe ich jetzt auch nach oben, indem ich einfach von unten rechts nach oben links wische. Und dann habe ich wieder diese beiden Waldstücke nebeneinander, die ich jetzt durch so eine Bewegung dann zusammenführe und kann jetzt im selben Zug die beiden Häuschen, die da am oberen Rand zu sehen sind, ebenfalls wieder zusammenführen. So, jetzt würde es sich anbieten, also es ist ein bisschen Spieltaktik, die ich euch jetzt auch erkläre. Ich bin da beileibe kein Experte in diesem Spiel, aber ich habe mich da ein bisschen angelesen. Ein grundsätzlicher Tipp ist, die größten Gebäude immer möglichst in einer Ecke zu halten, weil man mit denen halt sowieso weniger machen kann. Und eine grundsätzliche Taktik ist es, beim Handeln darauf zu achten, dass man möglichst kleine Felder zusammenfügt. Der Rest ergibt sich dann halt irgendwie von selbst. Das sind zumindest so die Anfängertaktiken. Was ich jetzt aber machen würde, ist das ganze Spielfeld nach rechts verschieben. Weil, ihr seht es, jetzt sind sowohl die zwei kleinen Siedlungen als auch die zwei kleinen neu entstandenen Wäldchen da übereinander. Und ich kann jetzt einfach mit einem Wisch von unten Mitte nach oben rechts beides zusammenführen. Habe jetzt eine noch größere Siedlung und rechts und links flankiert wird die von zwei einzelnen Häusern. So, was machen wir jetzt? Ich überlege gerade, ich schiebe das Ganze wieder nach oben, weil ich dann die beiden Waldstücke wieder nebeneinander habe, mache die zusammen und kann jetzt da oben die beiden Häuschen wieder zusammenfügen. So, jetzt könnte ich nochmal durch die gleiche Bewegung die beiden Waldstücke in der Mitte auch nochmal zu einem Häuschen machen und dann nochmal die gleiche Bewegung machen. Und jetzt habe ich wieder zwei größere. So, und das kann ich jetzt hier sogar weitermachen, weil es sich einfach so ergibt. Jetzt habe ich wieder ein kleines Problem, weil es jetzt irgendwie nicht so richtig weitergeht. Ich mach mal so, das war jetzt nichts, ja, so, 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 das war doch ganz gut und jetzt nochmal so und schon habe ich ein schönes Winter Wonderland da. Also das ist City 2048 beziehungsweise das Spielprinzip von 2048 in Kürze erklärt und ich muss wirklich sagen und ich hoffe, ihr stimmt mir dabei zu, das sieht schon deutlich cooler aus als so schnöde Zahlen und macht in dem Sinne auch ein bisschen mehr Spaß, vor allem, weil man sich ja immer freut, was gibt's denn, wenn man dann weiterkommt als nächstes für eine Optik für das nächstgrößere Stadtstück. Das ist schon interessanter, als darauf zu warten, dass eine 16 erscheint, weil wir wissen ja, wie eine 16 aussieht oder halt eine 32 oder so. Insofern 2048, Kompliment an den Entwickler, der es hier geschafft hat, ein sehr gutes, ein sehr bestehendes, auch schon manifestiertes Spielprinzip nochmal in eine Form abzuwandeln, dass es halt richtig cool aussieht, richtig Spaß macht, motivierend ist und ich finde, so muss ein Casual Game aussehen und vor allem so muss das auch gemacht sein, kostet halt nichts, hat nur diese sehr dezenten Werbe, also dezent sind die nicht, aber die kommen selten genug vor, Werbeeinblendungen zwischen einzelnen Sessions, hat eine Connection an Facebook, Google Play fehlt mir noch, also dass man eben die Speicherstände eventuell auch synchronisieren kann, solange das Spiel im Hintergrund offen ist, also solange es nur minimiert, bleibt es ja da, aber wenn ihr das Gerät zum Beispiel ein- oder ausschaltet, dann ist halt euer aktueller Speicherstand wieder weg. Da können wir noch gerne eine Google Play Games Integration reinbauen, würde mich freuen. Ja, City 2048, auf jeden Fall ein Tipp für mich, für den geneigten Casual- und Knobel-Spieler. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es doch, teilt es mit euren Freunden, Loops, die sich auch für sowas interessieren könnten. Abonniert unseren YouTube-Kanal, da gibt es noch mehr Let's Plays. Und ja, schaut auf Curved vorbei, da gibt es dann die Links auch jeweils in den Play Store und zu iTunes, wo ihr City 2048 runterladen könnt. Ich bin Armin von Curved, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss. Noch viel, viel mehr tolle Let's Plays zu ebenso tollen Mobile Games gibt es bei uns im Kanal. Schaut da einfach rein, klickt euch durch die Playlist.